Ramazan, kannst du mir bitte erklären, was hier abgeht? Ja, nichts, wir tun halt Boxen und Training machen. Ja, gegenseitig Boxen. Macht das Spaß? Ja, ja, sehr schön, ja. Machst du das regelmäßig? Ja, fast immer, wenn ich Zeit habe. Findet das regelmäßig statt? Jeden Freitag, ja. Jeden Freitag von 6 bis um 8 Uhr so. Jeder kommt her. Tun wir halt zusammen mit dem Chefko tun wir halt trainieren und alles Mögliche. Zusammen kämpfen und alles. Lernen, wie man richtig boxt und alles. Das heißt, ihr seid hier zum richtig Boxen lernen? Ja, so gesehen, ja. Und kannst du schon? Ja, sehr, von Geburt an, weißt du? Türke, oder? Können wir von Geburt an, weißt du? Das ist bei uns. Ihr kommt mit Boxhandschuhen auf die Welt. Genau. Aber nur, wenn mich jemand provoziert, sonst nicht. Also, dass man das unterscheidet. Was muss man hier unterscheiden? Was man hier unterscheiden muss. Also, wenn mich nicht jemand angreift, dann greife ich ihn auch nicht an. Okay, aber hier herinnen geht es ja eigentlich um etwas anderes, oder? Ja, hier wird es gar nicht. Hier geht es darum, dass du jetzt Boxen lernst und jeden Herzschlag schon so einfach so Gaude, so Spaß so. Und halt Aggression ablassen so. In dem Sinne. Und nützt das was? Ja, ja, sehr. Arbeitsstress, Kuschel und Box, ein paar Mal, den ist alles weg. Wie fühlst du dich vorher und wie fühlst du dich nachher? Vorher eher so ein bisschen angespannt, aggressiv. Danach ganz locker und müde. Ja, müde halt. Aber es ist brutal gut, also. Du lernst viel bei ihm. Was soll ich dich sonst noch fragen? Nein, nein, ich frage dich, warte mal, mach zu und dann frage ich dich und dann.